Herzliches Willkommen an alle zu unserem Online-Talk zum Thema Corona in Südafrika. Das ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Afroasiatischen Institut in Salzburg, dem Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika, kurz SADOC in Wien und Afrika Info. Mein Name ist Martin Sturmer und bevor ich gleich das Wort an unseren Moderator, an Walter Sauer, übergebe, möchte ich nur ein paar ganz kurze technische Details zum Ablauf bekannt geben. Und zwar, wir haben uns vorgenommen, dass dieses Webinar in etwa eine Stunde dauern soll. Davon werden wir die erste halbe Stunde wird's einen Input geben von unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die heute zu uns gestoßen sind. Und im Anschluss daran wollen wir uns auch die Zeit nehmen, circa eine halbe Stunde zu diskutieren. Wichtig ist, dass dieser Online-Talk aufgezeichnet wird und auch auf dem YouTube-Channel des Afroasiatischen Instituts dann veröffentlicht wird. Also an alle, die sich nicht gerne dann im Bild sehen, würde ich bitten, die Kamera dann nicht einzuschalten, beziehungsweise wer anonym dabei sein will, vielleicht sich auch ein Pseudonym zu verpassen. Genau, mit Video dabei sein ist relativ einfach. Links unten kann man die Kamera und das Mikrofon einschalten. Das Mikrofon ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Diskussion allerdings deaktiviert, weil es sonst einfach zu viele Hintergrundgeräusche geben würde. Aber noch in der Diskussion ist es natürlich dann für alle freigeschalten und jede und jeder ist natürlich herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Ja, und es ist natürlich toll, wenn man mit Kamera dabei ist, weil man dann einfach eine viel lebhaftere Diskussion dann auch zustande bringt. Während der Input-Session kann natürlich der Chat genutzt werden. Wenn Fragen auftauchen, bitte einfach in das Chat-Formular eingeben. Diese Fragen können wir dann gerne in der Diskussion dann auch aufgreifen. Falls irgendjemand technische Probleme hat, Marcel Singal vom Afroasiatischen Institut ist unser technischer Support heute. Den können Sie gerne über Chat kontaktieren oder auch unter dieser Telefonnummer in Salzburg 0662 8414 1313, falls alle Stricke reißen sollten. Ja, dann wünsche ich uns allen einen interessanten Online-Talk und darf nun das Wort an Walter Sauer übergeben. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Nachmittag an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind und ich möchte zunächst einmal die Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen vorstellen. Ich bin nicht sicher, wie man in so einem Webinar das Podium nennt, also die den Input geben sollen. Als Ersten möchte ich vorstellen, den, der am weitesten zu uns geschaltet ist, von am weitesten, Magister Johannes Brunner, den österreichischen Wirtschaftsdelegierten in Johannesburg und Leiter des Außenwirtschaftscenters der Wirtschaftskammer Österreich in Südafrika oder für das südliche Afrika. Ich möchte aber betonen, dass Herr Magister Brunner als privater Zeitzeuge sozusagen sprechen wird. Es ist für uns wichtig, eine authentische Stimme auch zu bekommen. Das ist uns wichtiger als eine offizielle Meinung, ist vielleicht auch für die Diskussion interessanter. Ich möchte erst... Entschuldigung, Herr Professor Sauer, ich möchte mal einen schönen Nachmittag aus Johannesburg sagen und wir können natürlich gerne beides Wirtschaft und das persönlich-private. Daran wollen wir uns auch die Zeit nehmen, circa eine halbe Stunde zu diskutieren. Okay, ich habe jetzt eine kurze akustische Irritation gehabt, aber ich gehe weiter in der Vorstellung. Magister Nina Herzog ist eine Anthropologin, unter anderem auch in Südafrika studiert hat und sich spezialisiert hat auf kritische Stadtforschung. Und sie ist Mitarbeiterin im Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika und wird auch einen Beitrag vorstellen, den wir bei uns in SADOC entwickelt haben. Und last but not least, Dr. Martin Sturmer, der eigentlich der Initiator dieser heutigen Veranstaltung war. Martin Sturmer ist Geschäftsführer des Afroasiatischen Instituts Salzburg und ist auch der Initiator der
der Website Afrika Info, die er, glaube ich, uns auch dann vorstellen wird. Ich möchte eines noch sagen, die heutige Veranstaltung bietet eigentlich eine österreichische Perspektive auf das Thema Corona in Südafrika und ist der erste Teil einer Serie von Veranstaltungen, von Webinaren. Wir wollen in der nächsten Phase dann das Thema auch mit südafrikanischen Expertinnen und Experten diskutieren. Also es sind zwei Seiten einer Medaille und ich lade Sie jetzt schon ein, dann auch, das wird im Juni sein, Anfang Juni voraussichtlich, dass Sie dann auch bei diesem zweiten Teil dabei sein könnten, sollten, eingeladen sind. Und somit übergebe ich das Wort an Martin Sturmer, der als erster einen Beitrag leisten wird. Ja, vielen Dank, Walter. Ich möchte jetzt gleich einen kurzen Überblick geben über die Situation in Südafrika im gesamtafrikanischen Kontext vielleicht. Aber vorher möchte ich natürlich einen Walter Sauer vorstellen. Professor Walter Sauer ist Sozialhistoriker an der Universität Wien und, glaube ich, wissenschaftlicher Leiter des SADOC, des Dokumentations- und Kooperationszentrums Südliches Afrika. Er war bereits in den frühen 80er Jahren in der Anti-Apartheid-Bewegung engagiert und hat sich da immer sehr stark vernetzt, auch mit Widerstandsakteurinnen und Akteurinnen in Südafrika. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, du bist dann auch eingeladen worden im Jahr 1994 als Ehrengast bei der Angelobung von Nelson Mandela. Ja, genau, was ja, glaube ich, sicher eine sehr großartige Geschichte ist. Gut, wir sind sehr froh, dass wir dich heute dabei haben, weil ich glaube, ich kenne in Österreich niemanden, der besser über das Thema Südafrika sprechen kann wie du. Und ich möchte jetzt ganz kurz die Zahlen vorstellen. Dazu muss ich meinen Bildschirm teilen. So, ich hoffe, Sie können das jetzt alle halbwegs gut sehen. Aha, okay. Ja, also wenn wir einen Blick auf diese Afrika-Karte werfen, dann fällt auf, dass eigentlich vier Länder mittlerweile sehr stark von Corona betroffen sind im gesamtafrikanischen Kontext. Und das ist Südafrika und das ist Algerien, das ist Marokko und das ist Ägypten. Diese vier Länder kommen auf über 50% Anteil an den bestätigten Infektionszahlen. Generell lässt sich sagen, dass die Infektionen in Afrika relativ moderat sind im Vergleich jetzt zu einem europäischen Vergleich oder auch im Vergleich zu den USA. Aber dass man mittlerweile schon auch mit bedenklichen Wachstumsraten dort auch konfrontiert ist. Wenn wir einen Blick auf Südafrika selbst werfen, dann sieht man, wie auch diese Kurve wächst. Wir halten momentan bei 7.808 bestätigten Infektionen. Und die aktiven Fälle sind von gestern auf heute etwas gesunken. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass die südafrikanische Regierung die Zahl der Genesenen nicht jeden Tag neu meldet, sondern eigentlich immer im Abstand von mehreren Tagen. Und so wirkt sich das immer ein bisschen auf das Gesamtergebnis auf. Da sieht man, dass diese Kurve doch einige Häkchen hat und nicht wirklich exponentiell wächst. Die Anzahl der Genesenen sollte man natürlich auch nicht verschweigen, sind mittlerweile über 3000 und die Todesfälle mittlerweile 153. Das ist auch eine relativ geringe Zahl, wenn man es jetzt vergleicht mit europäischen Ländern. Interessant ist vielleicht auch die sogenannte epidemiologische Kurve für Südafrika, wo man einfach den Zuwachs per Tag an den absoluten Zahlen sieht. Da sieht man, dass man am 3. Mai, das war eben vor wenigen Tagen, mit 447 bestätigten Infektionsfällen innerhalb eines Tages den stärksten Tag hatte. Und das ist jetzt in den letzten Tagen wieder leicht gesunken. Ja.
die Entwicklung der bestätigten Infektionen noch Prozent, also das sind jetzt die letzten 30 Tage verglichen jeweils zum Vortag, sieht man, dass es eigentlich so zwischen 2 und 9% immer auf und ab geht. In den letzten Tagen ist es ein bisschen gesunken von 6,44 auf heute waren es dann 3,12, also 3,12%. Wenn man sich über Prognosemodell dann wagen möchte, ich bin da immer sehr zurückhaltend natürlich bei Prognosemodellen, weil ich glaube, die Situation kann man wirklich ganz schlecht anhand von statistischen Daten einschätzen. Aber wenn man so eine Hochrechnung macht mit einem Wachstum von 1% über 3% und 5% auf 7%, dann sieht man schon, dass es dann schon deutliche Auswirkungen hätte. Also wenn man dann schaut, was das bedeuten würde in 90 Tagen beim Wachstum von 1%, hätten wir unter 20.000 Infektionsfälle, bei einem Wachstum von 3% hätten wir über 110.000 Infektionsfälle und bei einem Wachstum von 7% wären wir ja bei 3,5 Millionen ungefähr. Also da sieht man schon, wie flattende Curve natürlich auch für Südafrika eine ganz große Rolle spielt. Ja, soweit vielleicht einmal kurz zum Einstieg, um einfach einmal einen Überblick zu geben, damit wir auf einer gemeinsamen Gesprächsbasis uns auch befinden. Und dann würde ich das Wort gleich wieder zurückgeben an Walter Sauer. Ja, danke vielmals. Ich möchte noch gerne ergänzen, dass die Website, wo du uns jetzt den Teil Südafrika präsentiert hast, also afrika.info/corona, ist eine unglaubliche Fundgrube von Zahlen, Daten, Fakten, Geschichten aus ganz Afrika. Also wenn man eigentlich über irgendein Land Afrikas sich informieren möchte, würde ich sagen, das ist die erste Adresse, zumal wir in Österreich oder in Europa ja eigentlich sehr wenig von der Situation und von der Entwicklung in Afrika in Bezug auf Corona eigentlich berichtet bekommen. Also ich finde es eine ganz wichtige Ergänzung der Berichterstattung, die du durch deine Website oder durch diese Website uns anbietest. Also dafür auch vielen Dank. Es ist sicher eine riesige Arbeit, die da dahinter steckt. Ja, vielen Dank. Ja, überleitend, Nina Herzog, deine Sicht von Corona in Südafrika? Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Walter, für die Anmoderation und Martin für deinen Inputs. Und herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Ich möchte das Projekt eigentlich ein bisschen aus der Sicht von SADOC beleuchten und auch so ein bisschen der Hintergrund dazu. Und zwar ist es so, dass ich für SADOC eigentlich seit Beginn jetzt dieser Situation und des Corona-Ausbruchs vor allem im südlichen Afrika begonnen habe zu dokumentieren, auch zu recherchieren, was dort passiert. Und bin eigentlich vor allem bei dieser Online-Recherche auch darauf gestoßen, dass man vor allem durch Google und die Suchmaschinen, die wir halt zur Verfügung haben, meist dann immer auf Medienberichte stößt, die ja doch aus dem hiesigen Raum kommen und aus dem deutschsprachigen Raum kommen, was ja dann doch auch den Blick in etwas einschränkt und auch häufig, ja sage ich mal, ein sehr vereinheitliches Bild so vom afrikanischen Kontinent durchaus vermittelt. Und dem jetzt zumindest entgegenzuwirken im Kontext von der Corona-Krise, haben wir von SADOC oder zumindest ich in diesem Kontext eine Online-Timeline erstellt. Dazu möchte ich auch ganz kurz jetzt meinen Bildschirm für alle freigeben. Einen Moment. Genau. Stopp. Jetzt, glaube ich, sollte das funktionieren. Genau, also das ist unsere Homepage von SADOC und unter Aktuelles. Und auch dann gleich schon der erste Beitrag. Genau, haben wir hier eine Timeline, die ist auch an sich relativ selbsterklärend und chronologisch abgebildet. Findet man Informationen zu den Geschehnissen in Südafrika, vor allem zu den Maßnahmen der Regierung in dem Kontext, aber auch in Bezug darauf kritisch-politische Diskussionen und auch Augenzeugenberichte. Eigentlich kann man, es ist relativ selbsterklärend, durch das Durchklicken kommt man zu den unterschiedlichen Daten und bekommt einen Überblick der Geschehnisse und kann dann immer auf den Link klicken und bekommt dazu noch mehr Informationen. Ich bemühe mich auch,
je mehr und mehr Augenzeugenberichte mit dazu zu holen. Hier haben wir zum Beispiel auch von einer Organisation, mit der wir kooperieren, quasi ein Skype-Gespräch aufgezeichnet, die berichtet, wie die Arbeit ihrer Organisation jetzt vor allem zu Zeiten des Lockdowns funktioniert und wie sie auch eingeschränkt ist. Und für uns von SAROC ist es eigentlich besonders wichtig, eben auch ein Augenmerk auf die Gruppen zu legen, die benachteiligt sind, ich sag mal sowieso schon in Südafrika, aber jetzt auch besonders durch die Krise und auch besonders durch die Maßnahmen der Regierung, sag ich mal, auch überproportional betroffen sind. Und dabei spreche ich auch vor allem vom informellen Sektor, von Arbeitslosen, auch die gerade jetzt in der Krise arbeitslos geworden sind. Genau, und ich denke, da können wir auch später in der Diskussion noch genauer drauf eingehen. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Okay, danke Nina. Und dann darf ich das Wort weitergeben an Johannes Brunner aus Südafrika. Wir stellen jetzt ein bisschen dar in Österreich, wie sehen wir die Situation? Die Medien berichten wenig, wir versuchen eine Ergänzung zu bieten. Aber Sie haben das ja sozusagen erlebt die letzten Wochen und Sie erleben es jetzt noch. Wir haben jetzt die Phase 4, also das Lockdown, also schon eine leichte Erleichterung eigentlich. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ein bisschen was, wie erleben Sie es persönlich und wie schätzen Sie die Maßnahmen der Regierung ein? Ja, also nochmals einen schönen Nachmittag oder frühen Abend aus Johannesburg. Und sehr herzlichen Dank für die Einladung, hier bei diesem Online-Talk dabei zu sein. Ich habe mir selbst beide Websites heute in Vorbereitung des Talks nochmals durchgesehen. Und es ist ja wirklich fast unglaublich, wenn man jetzt so einen Lockdown, der über 5 Wochen gedauert hat, miterlebt hat, wie die Zeit beginnt zu verschwimmen irgendwie. Darum möchte ich auch ein bisschen sozusagen durch diese Zeit durchführen. Wie sind wir bis zum Level 4, also dem schon etwas geleichterten Lockdown gekommen? Ja? Wie kommen wir da wieder heraus? Und was bringt uns dann hoffentlich die Zukunft in doch absehbarer Zeit? Und ja, wenn man ganz an den Anfang zurückgeht, die ersten Fälle nach Südafrika sind so in wie vielen Ländern importiert eingereist gekommen. Da waren durchaus auch einige dabei, die in Österreich Skifahren waren. Rückkehrer aus Italien, aus der Schweiz. Das waren so die ersten Fälle. Ich glaube, es war Anfang März. Und man hat sich gefragt, naja, wie lange dauert es jetzt, bis so eine richtige Lawine losgeht, wie man sie aus den Medien aus einzelnen europäischen Ländern ja schon gekannt hat. Und die Lawine ist jetzt heute, 6, 7 Wochen danach, eigentlich noch gar nicht wirklich losgebrochen. Ich will nicht über Zahlen spekulieren, bin auch kein Virologe und halte mich da mit Modellen und Vorhersagen auch sehr, sehr zurück. Aber möchte jetzt auf einige dieser Meilensteine eingehen. Wie hat Südafrika reagiert? Südafrika hat einmal sehr, sehr rasch mit ziemlich drastischen Beschränkungen des täglichen Lebens reagiert, um, wie so oft zitiert, damit Zeit zu gewinnen. Das war also der Lockdown, der vom Präsidenten Ende März verhängt wurde, ursprünglich für 3 Wochen angesetzt, dann um weitere 2 Wochen verlängert und jetzt eben zum 1. Mai etwas zurückgenommen. Etwas zurückgenommen im Sinn, dass weitere Sektoren der Wirtschaft wieder zurück zur Arbeit kehren konnten. Insgesamt circa 1,5 Millionen Südafrikaner, die jetzt nicht in den essentiellen Sektoren wie die Nahrungsmittelversorgung oder die medizinische Versorgung tätig sind, sind seit Anfang dieser Woche in einer phasenweise Rückkehr wieder an den Arbeitsplatz zurückgekommen. Bemerkenswerte Momente für mich waren sicher die Ankündigungen des Präsidenten des Lockdowns einmal. Das ganze Land hat eigentlich verstanden, wir müssen jetzt Zeit gewinnen, um dem Gesundheitssystem diesen Puffer zu ermöglichen, den es wohl benötigt, um eine größere Anzahl von Fällen bewältigen zu können.
Ich glaube, es waren auch internationale Kommentare in den Medien, die Präsident Ramaphosa da wirklich Führungsqualität bescheinigt haben. Ein zweiter wirklich bemerkenswerter Moment war dann vor einigen Wochen die Ankündigung eines wirtschaftlichen Hilfspakets im Ausmaß von 25 Milliarden Euro. Das sind rund 10% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts in Südafrika. Und im Verhältnis oder für einen Emerging Market wie Südafrika hat dieses Paket durchaus ein beachtliches Volumen. Aber trotz all dem wird auch dieses Gesamtvolumen es nicht verhindern, dass Südafrika wie so viele andere Länder in diesem Jahr in eine ziemlich tiefe Rezession sinken wird. Nicht zuletzt ist man ja eigentlich schon aus einer Rezessionssituation in die Krise hineingegangen. Also auch das Wachstum im letzten Quartal 2019, im ersten Quartal 2020 war schon leicht negativ. Jetzt kommt noch erschwerend die Krise dazu. Und es wurde schon angesprochen, es ist eine Krise, die alle Bevölkerungsschichten betrifft und ganz besonders natürlich auch jenen Teil der Bevölkerung, dessen Einkommen aus dem informellen Sektor kommt, wo praktisch tageweise Jobs angenommen werden und auch das Einkommen aufgrund auf dieser tageweisen Bezahlung beruht. Das bringt mich jetzt zum dritten Punkt. Die ersten beiden waren ja durchaus beeindruckend. Aber die Ankündigung der Lockerung der Bedingungen, die hat uns jetzt nicht mehr so beeindruckt. Nicht mehr so beeindruckt, weil verschiedene Maßnahmen nicht wirklich begründet und erklärbar sind und weil quer durch alle Bevölkerungsschichten vielleicht die Lockerung viel zu vorsichtig angegangen wird. Und um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, es wurden beispielsweise jetzt Bekleidungsgeschäfte wieder geöffnet, weil in Südafrika kommt der Winter und man muss sich natürlich mit warmer Kleidung versorgen können. Wenn jetzt ein Bekleidungsgeschäft geöffnet ist, dann darf es aufgrund der Regelungen jetzt zwar Winterbekleidung verkaufen, ja, darf aber beispielsweise nicht Sportbekleidung verkaufen. Und diese Maßnahme ist jetzt wirklich sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Wenn man davon ausgeht, jede Art von wirtschaftlicher Aktivität schafft Einkommen und hilft der Bevölkerung und dem Land, über diese schwierigen Wochen hinwegzukommen. Und es fehlt uns jetzt auch ein wenig ein vorhersehbarer Zeitplan. Wir wissen zwar, es gibt einen 5-Stufen-Plan, aber wir wissen nicht, wie lang Stufe 4 jetzt dauern wird. Meine persönliche Einschätzung ist, Südafrika wird versuchen, relativ rasch über die Stufen zu kommen, weil nur das es eben ermöglicht, einen Großteil der Bevölkerung wieder ein reguläres Einkommen zu sichern. Es gibt natürlich viele Hilfsmaßnahmen, aber Hilfsmaßnahmen sind eben genau nur das, oft ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wir haben schon ziemlich, wie soll ich sagen, berührende Szenen, um es schön zu sagen, in den Nachrichten mitverfolgt, wie sich die Situation bei der Ausgabe von Lebensmittelpaketen beispielsweise heutzutage abspielt. Und darum denke ich, dass eigentlich quer durch alle Bevölkerungsschichten der Druck zu einem relativ raschen weiteren Öffnen auf die Regierung ziemlich stark werden wird. Und falls sie nicht kommt, denke ich, wird die Bereitschaft, sich an die vorgegebenen Regeln zu halten, sehr stark, sehr tief absinken. Und man geht einfach de facto zu Business as usual über. Ein kurzer Blick in die Zukunft.
Wenn man dann über das Jahr 2020 hinausblickt, dann sind die wirtschaftlichen Prognosen nicht nur für Südafrika, sondern für den gesamten Kontinent, insbesondere die Subsahara-Länder, ja durchaus wieder positiv. Es kommt da natürlich der statistische Effekt dazu, dass nach einem starken Rezessionsjahr wieder Wirtschaftswachstum folgen wird. Aber ich denke, all die Argumente, die für wirtschaftliche Aktivitäten in Afrika schon immer sprachen, ja, die sind ja jetzt durch Corona nicht plötzlich vom Tisch. Die wachsende Mittelschicht, die fortschreitende Urbanisierung, ein junges, innovatives Unternehmertum in vielen afrikanischen Ländern, all das bleibt weiter da und gibt mir Zuversicht, dass wir aus diesen ziemlich schwierigen Wochen und Monaten doch relativ gut wieder herauskommen werden. Ja, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Einleitungsstatement und ich danke auch für die Zuversicht, Herr Brunner, die Sie am Schluss ausgesprochen haben. Ich möchte eine Frage noch in unsere Runde stellen. Ich habe den Eindruck, es gibt manches, was in Südafrika passiert, was für uns sehr bekannt vorkommt. Also die Diskussion, die Sie angesprochen haben, wie lockert man, in welchem Tempo, welche Branchen zuerst, welche später. Wie geht es mit den Schulen, also Schulöffnung, ja, nein, wann, welche Schulen und so weiter. Was ist rechtlich zulässig? Wir haben in Österreich diese große Diskussion, was ist verfassungsrechtlich gedeckt, was ist am Rande der Demokratie. Gibt es in Südafrika auch. Also das klingt eigentlich sehr vertraut. Andererseits, es gibt einen großen Unterschied, Sie haben das auch angesprochen und auch Nina Herzog hat das angesprochen, dieser gewaltige informelle Wirtschaftsbereich, den wir ja in dieser Dimension nicht kennen. Und wo ja sich auch die Frage stellt, was tut die Regierung und wie kommt es an? Also wird es mitgetragen? Kann es überhaupt eingehalten werden, ein Lockdown in einer, sage ich mal, in einer Elendsiedlung, wo man in Zelten oder in Wellblechhütten dicht gedrängt lebt, kann nicht so funktionieren wie in einem gut bürgerlichen Stadtteil in Johannesburg Zentrum. Also können wir vielleicht noch diese unterschiedlichen Ebenen kurz andiskutieren, die es in Südafrika offenbar gibt. Manche davon sehr ähnlich wie bei uns in Österreich und manche davon mit ganz anderen Herausforderungen, die wir uns kaum vorstellen können. Möchte da jemand von den drei PodiumsteilnehmerInnen was sagen? Ich musste kurz erst, wenn ich schon was sagen darf, mein Mikrofon wieder einschalten. Okay. Ja, ich möchte da von meiner Seite, was ich auch in meiner Recherche festgestellt habe und was auch von sage ich mal, vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen auch als sehr progressiv hervorgehoben wurde, ist, dass eben auch mit diesem wirtschaftlichen Maßnahmenpaket natürlich auch ein soziales Maßnahmenpaket mitgekommen ist. Und unter anderem zum Beispiel, zumindest jetzt in den nächsten 6 Monaten, gibt es einen sogenannten Basic Income Grant oder das heißt Social Relief and Distress Grant, was von ja, ziemlich vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen als sehr ja, ein einschneidendes Erlebnis für Südafrika bezeichnet wird. Und zumindest für die nächsten 6 Monate kann mit bestimmten Einschränkungen jeder Südafrikaner, der kein Einkommen und keine anderen Sozialleistungen bezieht, zumindest einen Grant von 350 Rand erhalten. Vielleicht können Sie auch was dazu sagen, Herr Brunner, aus vor Ort. Wie empfinden Sie das? Und sehr gerne und Dankeschön. Ich denke, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur jeder Südafrikaner, der durch soziale Netz fällt, sondern jeder, der sich legal im Land aufhält. Es leben ja in Südafrika viele Einwanderer aus den Nachbarländern, sind von dieser Maßnahme im Prinzip auch mit inkludiert. Es gab auch gleich von Anfang an eine weitere Maßnahme,
mit der praktisch Mitarbeiter, die von ihren Arbeitgebern nicht mehr vollständig bezahlt werden oder gar nicht bezahlt werden während der Zeit des Lockdowns, über die normale Arbeitslosenversicherung bezahlt werden konnten. Wir müssen uns aber vor Augen führen, dass nicht jede dieser Maßnahmen hundertprozentig perfekt und effizient umgesetzt werden kann, leider Gottes. Und es dadurch natürlich immer noch viele gibt, die auf ihre Grants warten. Es gab auch welche, die letzte Woche doppelt bezahlt wurden und jetzt wieder zurückzahlen sollen. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ja, also es ist Licht und Schatten. Viele Maßnahmen, die sehr, sehr positiv klingen. Andere Maßnahmen, die wiederum nur schwer erklärbar sind, ja, und auch nicht wirklich erklärt werden. Nur um hier ein Beispiel zu nennen, der Tourismussektor, auch ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftszweig in Südafrika. Viele Tourismusunternehmen sind im Eigentum von Nicht-Südafrikanern. Und gerade das Hilfspaket für den Tourismusbereich zielt nur auf Unternehmen in südafrikanischem Eigentum ab. Die Mitarbeiter dort sind aber alles natürlich Südafrikaner, die während der Zeit jetzt nicht kein Einkommen haben, keinen Arbeitsplatz haben. Und nach aktuellem Plan wird es eine Öffnung für den Hotel- und Tourismusbereich überhaupt erst im Level 1 geben, von dem wir eben, wie gesagt, noch gar nicht abschätzen können, wann das eintritt. Überlegungen sind, ich habe vorher gesagt, ich denke, es wird relativ rasch gehen. Ja. Überlegungen sind aber angesichts der Vorankündigung, dass wir eigentlich die Spitze der Epidemie erst im August, September oder vielleicht noch später erleben werden, dass das noch ziemlich lange dauern kann. Darf ich kurz was einwenden, Herr Sauer? Ist es zu der Frage, die jetzt gerade schriftlich gekommen ist? Ja, bitte, natürlich. Zu diesem Hilfspaket. Ich komme selber aus Südafrika und ich habe einfach eine Frage. Diese Hilfspaket klingt sehr viel Geld. Aber was sagen Sie, Herr Brunner, zu dieser Riesenproblematik in Hermannskraal in der Nähe von Pretoria, wo 3 Kilometer Schlangen von Menschen warten auf ein Essenspaket, weil sie keine Arbeit, keine Hilfe, keine Unterstützung und nichts erhalten. Detto Kailisha, kein Wasser, kein Strom. Wie schaut es da aus? Weil wir hören nur eine globale Sache, aber die einzelnen Menschen, die betroffen sind, werden irgendwo auf der Strecke bleiben, habe ich das Gefühl. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, da stimme ich Ihnen zu. Das sind genau die Bilder, die ich vorher angesprochen habe, die man jetzt eben sieht, die langen Schlangen, die auf Essensausgabe warten. Darum denke ich, die Situation wird in der jetzigen Form nicht lange nachhaltig eingehalten werden können. Und wenn die Regierung von sich aus hier nicht Abhilfe schafft dadurch, dass sie wiederum Einkommensmöglichkeiten für diese Menschen zulässt, ja, dann wird das ganz einfach de facto passieren. Das heißt, eine Revolt oder irgendein Auf... ich habe Angst wegen der Gewalt, weil wenn die Leute Hunger haben, dann nehmen Sie alle Mittel, die ihr zur Verfügung stehen, um an Essen heranzukommen. Sprich, Supermärkte überfallen. Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich diese Befürchtung, weil wenn die Leute nichts haben und nichts zu verlieren haben, was sagen Sie dazu? Ich verstehe die Befürchtung und teile sie auch bis zu einem gewissen Grad. Und wir haben ja auch tatsächlich schon Bilder gesehen, wo Geschäfte sozusagen überfallen wurden.
Ich denke aber, wir sehen aber auf der anderen Seite eine ganz typische und klassische Reaktion Südafrikas oder der Südafrikaner. Ja, in schwierigen Zeiten steht man zusammen. Und es gibt jetzt nicht nur die staatliche Hilfe, sondern es ist praktisch jeder, der sich irgendwie leisten kann, überlegt, wo kann man was helfen. Ja, es gibt unzählige private Initiativen, die ebenfalls Essen unter die Leute bringen. Eine möchte ich dann vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen. Und es gibt natürlich den Solidaritätsfonds, von dem wir schon ganz am Anfang gehört und gelesen haben, wo jetzt also im Grunde jeder Südafrikaner einzahlen kann, aber die ersten großen Schlagzeilen in diesem Bereich waren eben die sehr, sehr reichen Südafrikaner, sowohl Weiße als auch Schwarze, die mit sehr hohen Beträgen, jeweils 1 Milliarde Rand, sich an diesem Solidaritätsfonds beteiligt haben. Meine Einschätzung ist eben eher die, bevor es zu wirklich großflächigen Ausschreitungen kommt, kommt es vielmehr zu zivilen Ungehorsam in dem Sinn, dass man versucht, wieder Geld zu verdienen. Darf ich mich da jetzt kurz einschalten? Eine Frage würde ich gerne an die Nina Herzog richten. Die ist gestellt worden im Chat. Wie ist es genau mit diesen Beihilfen? 350 Rand, ist es monatlich? Ist es jetzt für die nächsten Wochen Zeit? Und vielleicht kannst du ein bisschen überhaupt diese Struktur der Beihilfen auch ein bisschen erklären. Und die zweite Frage an den Martin Sturmer. Es ist ja, glaube ich, nicht in allen Ländern Afrikas so oder umgekehrt, es ist in den meisten Ländern nicht so, dass es ein derartig massives Hilfsprogramm der Regierung für die Sozialbetroffenen gibt. Also vielleicht kannst du ein bisschen was zum Vergleich mit anderen Ländern in Afrika sagen. Aber zuerst vielleicht diese Frage mit der Beihilfe. Genau, also dazu, dass es monatlich ist, das ist richtig. Also es sind 350 Rand pro Monat. Und das ist aber erstmal eingeschränkt zwischen jetzt als Maßnahme innerhalb dieses Relief-Pakets, und zwar zwischen Mai und Oktober. Was daran auch so progressiv ist, ist einfach der Hintergrund, dass zumindest momentan Sozialleistungen in Südafrika sich eigentlich hauptsächlich auf Pensionszahlungen beziehen und auch auf Child Support und Disability Grants. Und gerade deswegen ist eben dieses sogenannte Grundeinkommen zumindest als einen Schritt in die richtige Richtung zu verstehen, weil es auch eben im Gegensatz zu also zu Essenspaketen, die ja auch jetzt in dem Kontext viel ausgeteilt werden, den Menschen auch eine Entscheidungsfreiheit gibt. Also zu entscheiden, was möchte ich konsumieren, was möchte ich nicht konsumieren, für was kann ich mein Geld einsetzen, und dadurch natürlich auch wieder die lokale Wirtschaft eben anzukurbeln. Und das ist eigentlich auch in dem Punkt wichtig, weil mit diesen Food-Paketen, also auch natürlich tragen die dazu bei, dass Menschen momentan nicht hungern müssen. Und dennoch ist es vielleicht wichtiger, eben auch die lokale Wirtschaft anzukurbeln, sodass Menschen dort wieder ihre Waren verkaufen können und das eben mit diesem Social Relief Distress Grant eben Menschen persönlich entscheiden, was sie konsumieren und was sie kaufen. Dankeschön. Martin, möchtest du was zu dieser Frage, zur zweiten Frage sagen? Ja, danke. Ich fürchte, ich kann da nicht sonderlich viel dazu beitragen, weil mir tatsächlich außerhalb von Südafrika doch relativ wenig bekannt ist von staatlicher Unterstützung. Ich weiß nicht, ob mir da die Kollegen aus der Batsche helfen können. Mir fällt da ad hoc jetzt dazu wenig ein. Ich sehe sehr viele internationale Unterstützung, die zögerlich anläuft natürlich, und sehr viele von NGOs, aber von staatlichen Unterstützungen ist mir jetzt eigentlich so nichts bekannt. Ja, großer Stil. Ja. Ich glaube, also zumindest Namibia müsste man erwähnen, vielleicht auch einzelne andere, aber es stimmt, dass in vielen Ländern man nicht versucht, diese soziale Krise abzufedern.
Also ich glaube, das ist nicht nur Mangel der Information, sondern es gibt einfach zu wenig in der Richtung. Und das muss man positiv hervorheben, was Südafrika betrifft. Dass es dann oft nicht funktioniert, weil die Umsetzung der Behörden nicht effizient genug ist oder es kommt zu irgendwelchen Problemen der Logistik. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Und dass Behörden falsch reagieren im Einzelfall, das stimmt natürlich. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, um unser Image von Krisenmanagement in Südafrika differenziert zu sehen, dass es immerhin den Versuch gibt. Und der Ramaphosa hat sich ja sehr weit hinausgelehnt im Sinne von, wir sollten niemanden zurücklassen. Ich sehe im Chat, es gibt eine längere Wortmeldung über die Kultur des Zusammenarbeitens, des Zusammenhalts in Südafrika. Das möchte ich sehr unterstreichen. Also das ist sicher ein positives Element, um durch diese Krise zu kommen. Wenn wir vielleicht zu dem Solidaritätsfonds kurz zurückgehen können. Herr Brunner, Sie haben den angesprochen. Es trennt sich, also das ist der Fonds, den die Regierung ins Leben gerufen hat und in den jetzt mal diese großen Milliardäre eingezahlt haben und viele andere Firmen auch. Aber die Frage drängt sich jetzt für mich auf, was tun die österreichischen Firmen in Südafrika? Haben die auch beigetragen? Also wir haben an die Bundesregierung hier appelliert, diesen Fonds mit 1 Million Euro zu unterstützen. Dieser Appell ist seitens des Außenministers Schallenberg seit 6 Wochen unbeantwortet. Das würde ich hier ganz gerne auch sagen. Aber vielleicht sind die Firmen in Südafrika da wesentlich flexibler und im Sinne von Corporate Social Responsibility schon engagiert. Ja, ich danke. Ich denke, es gibt viel, was österreichische Unternehmen zur Verbesserung der Situation beitragen können. Das Erste, und das wäre mein Appell, ist natürlich einmal die Aufmerksamkeit nicht von Afrika, dem südlichen Afrika, Südafrika, jetzt wegzulenken, sondern die Möglichkeiten zu erkennen, die der Kontinent bietet. Und jeder Euro weiterer Investition in Afrika ist, glaube ich, eine sehr effiziente und sehr direkte Hilfe. Also einmal die wirtschaftliche Bedeutung des Kontinents nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe mit den meisten der rund 70 österreichischen Niederlassungen in den letzten Wochen ziemlich engen Kontakt gehabt. Natürlich gab es Maßnahmen wie Kurzarbeit und einer nur teilweisen Bezahlung, die dann eben ausgeglichen wurde durch das Arbeitslosenentgelt. Aber ich habe eigentlich von keinem österreichischen Unternehmen in Südafrika gehört, dass jetzt Mitarbeiter massiv abgebaut wurden. Die größten Arbeitgeber sind auch gerade in Sektoren tätig, die zu den essentiellen Services gehören, wie beispielsweise Nahrungsmittelindustrie, Verpackungsindustrie. Und es gab auch eine Initiative eines österreichischen Unternehmers hier, der sich beteiligt hat am Projekt der lokalen Produktion von Ventilatoren, das war jetzt das englische Wort, von Beatmungsgeräten. Das ist nicht so schlimm wie der Versprecher, den ein südafrikanischer Politiker hatte in diesem Fall, aber den zitieren wir jetzt nicht. Österreichische Unternehmer, die sich beispielsweise in der lokalen Produktion von Medizinprodukten engagieren. Und ich habe es schon vorher angesprochen, es gibt auch Projekte, ein ganz, ganz junges Projekt mit österreichischer Beteiligung ist eine Ausbildungsstätte in der Nähe von Kapstadt. Sie heißt Cooktastic und sie war ursprünglich geplant, um südafrikanischen Jugendlichen, die nicht wirklich den Vorteil einer guten Berufsausbildung genießen können, eine Berufsausbildung für die Gastronomie zu gewähren. Das Projekt
hat gerade erst gestartet und wurde dann sofort von der aktuellen Krise eingeholt. Dennoch hat man nicht das Handtuch geworfen, sicherlich mit der Unterstützung von Organisationen wie beispielsweise auch lokalen und österreichischen Rotary Clubs, ja, und hat in der Zwischenzeit praktisch die Bäckerei dort eröffnet. Und es werden jetzt täglich dort Brote gebacken, die von einer der Hilfsorganisationen an Bedürftige ausgeteilt werden. Wer möchte, kann das gerne googeln, also Cook auf Englisch, so wie der Koch, und Tastic, fantastisch. Und das waren jetzt nur zwei Beispiele, wie österreichische Unternehmen oder Initiativen hier etwas zur Hilfe beitragen. Vielen Dank für den Hinweis. Ich sehe im Chat auch noch eine Frage oder eine Bemerkung in Bezug auf Alkohol und Tabak, was ja jetzt unter dem Lockdown beides verboten ist nach wie vor. Vielleicht können Sie dazu was sagen, eine, glaube ich, in Südafrika sehr kontroverse Thematik. Ja, da habe ich jetzt gleich einen Schluck Wasser dazu. In Österreich können wir uns das ja eigentlich gar nicht vorstellen, nicht, wenn ich das so sagen darf. Ich wollte jetzt sagen, weil was anderes zu trinken gibt es ja nicht mehr nach 7, 8 Wochen Lockdown. Ja, dass nur wenige Länder haben zu so weitgehenden Maßnahmen gegriffen. Gerade beim Alkoholverbot ist das mit der Begründung geschehen, dass doch auf übermäßigen Alkoholkonsum die Auslastung von Ambulanzen, von Kliniken zusammenhängt und man dort eben Kapazitäten schaffen wollte. Beim Tabakverbot kann man das mit Gesundheitsgründen natürlich auch erklären. Ich möchte jetzt nicht spekulieren, welche anderen Motivationen hier im Hintergrund auch noch mitgespielt haben. Okay, aber es wird nicht Teil der neuen Normalität werden, vermutlich, nach Ende. Das denke ich nicht, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass beide Produkte über die jeweilige Besteuerung eine nicht unbeträchtliche Einnahmequelle für den Staat sind. Und Tatsache ist es, in dem Fünf-Stufen-Plan ist auch jetzt bereits festgelegt, ab welcher Stufe beispielsweise Alkoholverkauf, Zigarettenverkauf hätte ja jetzt eigentlich schon sein sollen, wieder legal sein wird. Ja, ja. Okay, ich glaube, falls es nicht eine Frage noch zu Alkohol, Tabak gibt, dann schließen wir dieses Thema mal ab. Es ist erwähnt worden, auch eine wirtschaftliche Rezession, die Südafrika sicher stark treffen wird. Wie könnte nach Überwindung der Gesundheitskrise, wie könnte das dann ausschauen? Also der Tourismus wird sich nicht so schnell erholen, ist zu fürchten. Die Exporte werden wahrscheinlich, also die Weinexporte, habe ich gelesen, sind ja schon wieder im Gang ins Ausland. Aber also die Exporte generell werden sich erholen. Aber wie schaut es aus mit Verschuldung? Tourismus wird einbrechen. Also ist der Optimismus, es wird 2021 besser sein, wirklich gerechtfertigt? Wenn die Frage an mich gerichtet war, der Optimismus hilft uns sicher, hier sozusagen auch ein bisschen self-fulfilling prophecies zu schaffen. Sie haben schon angesprochen, alle wichtigen exportorientierten Wirtschaftsbereiche wie der Bergbau, die Landwirtschaft, aber auch die Automobilindustrie beispielsweise, wurden jetzt schon unter den Level 4 Regulations freigegeben. Und das zeigt schon, dass die eingeschlagene Richtung an sich den richtigen Weg findet. Es
Bedarf aber jetzt eben auch noch weiterer Maßnahmen, einer Differenzierung der unterschiedlichen Provinzen oder Regionen des Landes, wie es ja an sich auch angekündigt war, weil es ist wirklich sehr schwer nachzuvollziehen, wenn unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen in einer Gegend, wo es fast keine Fälle gibt, gearbeitet werden könnte, warum für diese Gegend nach wie vor die gleichen Bestimmungen gelten wie für die sogenannten Epizentren. Aber bitte, wir haben am Anfang die Zahlen gehört. Ja? Also jetzt bei einer Bevölkerung von 60 Millionen knapp unter 8000 Fälle, darunter schon wieder 3000 Genesene, Todesfälle in einem Ausmaß, die im jetzigen Augenblick noch unter den Verkehrstoten eines normalen Osterwochenendes in Südafrika liegen würden. Also eine Differenzierung, Fokussierung auf die, wenn man so möchte, epidemiemäßigen Brandherde, ja, aber eine Lockerung dort, wo es möglich ist, das könnte der Weg aus der Krise heraus sein. Mhm. Weil Sie jetzt wieder die Zahlen angesprochen haben, darf ich Martin Sturmer kurz fragen, wie valide sind überhaupt so Statistiken aus deiner Erfahrung? Also ich glaube, es ist ganz schwer abzuschätzen. Es ist sicher so, dass in Südafrika mehr getestet wird wie in anderen afrikanischen Ländern, wo man ja tagelang oder wochenlang eigentlich keine Aktualisierung der Daten erhält. Es gibt Schätzungen, die vom PIRC-Netzwerk ist, glaube ich, gestern gerade eine neue Studie rausgegangen, die von der Todesrate ausgehen und hochrechnen und glauben, dass es schon also für Gesamtafrika zumindest das Sechsfache beträgt. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da stochen wir alle im Dunkeln herum, weil jedes Land natürlich eine eigene Philosophie des Testens ja auch verfolgt und in manchen Ländern gar nicht getestet wird und in anderen natürlich wieder mehr. Und Südafrika ist da sicher ein Vorreiter bei der Häufigkeit von Testen. Und ich nehme mal an, dass die eingangs genannten Länder im Norden von Afrika und Südafrika auch die sind, wo die Daten noch am ehesten dem entsprechen. Also zum Beispiel Tansania habe ich jetzt verfolgt, hat jetzt seit 7 Tagen keine Updates mehr gemacht. Das kann ja nicht stimmen. Ja. Mhm. Ja, ja. Ich bin ganz beim Herrn Sturmer, dass alle Zahlen mit sehr großer Vorsicht zu genießen sind. Ja. Und das Nicht-Testen ist teilweise ja auch einfach schlicht und ergreifend darauf zurückzuführen, dass die nötigen Diagnosemittel gar nicht verfügbar sind für die Länder. Ja? Wenn man das so betrachtet, da gibt es schon eine Möglichkeit für die internationale Gemeinschaft und die Weltgesundheitsorganisation für ganz Afrika die Situation zu verbessern. Wenn jetzt einzelne afrikanische Länder nicht mit den USA oder europäischen Ländern in Konkurrenz stehen beim Einkaufen von Reagenzien oder Diagnosemitteln. Nach all dem ist uns, glaube ich, allen klar, dass die Armut ein viel größerer Faktor ist, wenn wir von einer Todesrate am Kontinent sprechen. Ja, darum mein Fokus immer darauf, mit allen möglichen Mitteln, und die Wirtschaft ist, denke ich, ein sehr passables dafür, ja, die Armut zu bekämpfen. Das hilft wahrscheinlich mittel- bis langfristig am meisten. Ich möchte da vielleicht noch eine Frage an Herrn Brunner anschließen. Tatsächlich ist ja das Königreich Lesotho das einzige afrikanische Land, das bisher null Infektionsfälle bestätigt hat. Ist das plausibel oder ist das Politik? Dass null Fälle bestätigt sind, ist sicherlich plausibel, weil es, wie gesagt, davon abhängt, was und wer getestet werden kann. Ja. Ich will nicht drüber spekulieren als solches.
die engen Verflechtungen zwischen Südafrika und Lesotho heißen nicht notwendigerweise, dass sofort Übertragungen stattgefunden haben werden müssen. Und relativ rasch waren da ja auch die Grenzen geschlossen. Vorstellbar ist es, aber ich glaube, es ist eher eine Frage, wie viel getestet werden konnte. Können wir noch in einer letzten Runde auf die Frage noch eingehen? Armut war ein Faktor in Südafrika, wird es auch weiter sein. Ungleichheit, Südafrika ist eines der am meisten ungleichen Länder der Welt. Wir haben jetzt immer die Debatte, ist diese Krise auch eine Chance? Also auf Südafrika umgelegt, kann man sich eine Situation nach der Gesundheitskrise vorstellen, wo es zu einer Verringerung von Ungleichheit, zu einem stärkeren sozialpolitischen Engagement des Staates und der Wirtschaft kommt. Also kann auch das eine Chance für Südafrika sein. Arbeitslosigkeit, kann die irgendwie zurückgehen? Das wäre mir noch wichtig als Thema anzusprechen. Vielleicht könnte Nina Herzog da mal kurz was sagen aus der Perspektive eines Townships oder einer benachteiligten Bevölkerungsgruppe. Ja, Entschuldigung, wieder das Stummschalten. Also ich glaube, eine Prognose in dem Sinne kann ich jetzt nicht vornehmen, aber ich denke, dass man schon durchaus auch jetzt, was innerhalb dieser Krise passiert, durchaus als, also zumindest diese sozialen Maßnahmen auch als positiv bewerten kann und als richtigen Schritt, also als Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem auch, weil es der Bevölkerung mehr Entscheidungsfreiheit bietet. Und es ist ja auch häufig so, dass in Krisen eben auch sich die Zivilgesellschaft mehr mobilisiert und eben auch an die Stelle tritt, um quasi die Zivilgesellschaft und Regierung quasi verbindet. Und ich denke, das kann man auch in der Krise als Chance, also als ein Wiedererstarken der Zivilgesellschaft eben betrachten. Und das finde ich auch wichtig hervorzuheben. Und das eben auch eben von einer Grassroot-Perspektive. Okay. Martin, siehst du da eine, also wir fantasieren jetzt ein bisschen in die Zukunft, aber... Ja, ich tue mir das sehr schwer, da jetzt wirklich eine plausible Antwort natürlich auch abzugeben. Es ist, für mich ist es einfach immer noch ein bisschen schwer vorstellbar, was da nachher tatsächlich kommt. Man gibt natürlich die unterschiedlichen Modelle, dass das alles zu einem näher Zusammenrücken führen könnte, aber genauso gut könnte man auch vorstellen, dass es nachher genauso wieder weitergeht, wie es vorher gelaufen ist. Also ich würde mich da eigentlich nicht wirklich wagen, dazu etwas zu sagen. Ja. Darf ich nur ein Zitat bringen? Das stammt vom Finanzminister von Ghana, Ken Ofori Atta, der sagt, it is time to challenge the unbalanced nature of global architecture. Also es ist Zeit, die nicht ausbalancierte, ich würde mal sagen, in meinen Worten ungerechte, globale Architektur zu verändern. Also jetzt im internationalen Kontext müsste man nicht zu einer gerechteren Form der Globalisierung kommen? Also ich glaube, was ich auch im Kontext dieser Krise schon viel gelesen habe und was auch sicherlich auf uns hier und in unserem geografischen Raum zutrifft, ist einfach die Frage, ein System, was so sehr auf Wirtschaftswachstum basiert, ob das nicht, was das merken wir jetzt, auch vielleicht in Frage zu stellen ist. Also das möchte ich einfach mal so in den Raum werfen, vielleicht möchte da auch jemand anders noch was zu sagen? Ich glaube, alle finden die Frage wichtig und keiner will was dazu sagen. Ja, es ist natürlich richtig, dass das wünschenswert wäre, aber auf der anderen Seite fürchte ich, dass es stärkere nationale Egoismen geben wird und das eigentlich genau in die Gegenrichtung laufen wird, ist meiner Meinung nach eher die Vermutung, als dass es eher die wünschenswerte Richtung einschlägt. Ja.
Aber vielleicht sind das manche hier bedeutend optimistischer. Bitte darum auch Wortmeldungen aus dem Publikum. Die Frau ich sehe Hanak, die, ja? Ja, Ilse Hanak. Ich wollte nur fragen, es wurde gesagt, dass in Südafrika eigentlich der Zusammenhalt immer gut war. Aber nach meiner Erfahrung hat sich das ja zwischen den weißen und den schwarzen Volksgruppen doch nicht so zugetragen. Also kann man das heute sagen, dass da auch jetzt inzwischen ein Zusammenhalt ist und man füreinander einsteht und hilft und Hilfspakete macht und so? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand dazu was sagen möchte. Aus meiner Erfahrung ist es schon, dieser Mandela-Faktor, der ja zur Apartheid-Zeit kaum war und als Mandela Präsident war, dann wieder wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 war und vielleicht jetzt wieder sich so ein neues Wir-Gefühl herausbildet. Nicht bei allen, weil wir haben ja immer noch auch Fälle von krassen Rassismus und von Unverständnis für die Probleme, besonders sozialer Art. Ja. Die Frage der Umverteilung des Reichtums, der unter der Apartheid entstanden ist, zu den Opfern der Apartheid, ist ungelöst in Südafrika. Aber trotzdem glaube ich schon, das war ja ein Hinweis aus dem Publikum, dass es dieses Wir-Gefühl, also quasi wir werden die Krise meistern, schon gibt in einer breiten Bevölkerungsschicht. Aber ich sage das natürlich jetzt auch als Beobachter von außen. Also vielleicht wollen andere dazu was sagen. Ja, gerne. Natürlich kann man es nicht verallgemeinern. Und Herr Professor Sauer hat es gerade gesagt, es gibt auch nach wie vor das Gegenteil, zitiert in Vorfällen von Rassismus und Ähnlichem. Aber ich in den 8 Jahren Südafrika hier habe sehr oft diesen Faktor erlebt. Also und denke jetzt, also in schwierigen Zeiten kommt dann eher wieder das Gute heraus. Soll nicht heißen, es ist alles Sonne, Wonne, Sonnenschein oder eben die viel zitierte Regenbogennation. Das hat sich leider über die Jahre doch etwas abgenützt. Aber ich habe schon vorher gesagt, man erlebt jetzt an so vielen Ecken und Enden derartige private Hilfsinitiativen, dass man nicht sagen kann, das gibt es einfach nicht. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen damit zum Schluss unseres Webinars. Falls nicht noch eine ganz wichtige, dringende Frage offen ist, dann bitte Sie jetzt zu stellen. Ansonsten würde ich sagen, erstens mal danke an alle. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Ja, bitte, kommen Sie. Herrn Brunner, es ist ja nicht so lange her, dass die Wasserknappheit in Südafrika geherrscht hat, wenn man so will. Kann man das vergleichen, wie die Krise mit der jetzigen Krise quasi, ob es da, ja, wenn man jetzt schon zum Beispiel über den Zusammenhalt spricht, ob der quasi jetzt besser ist oder schlechter oder wie die Lage überhaupt ist? Also weil es ist ja nicht so lange her, ich glaube es sind 3 Jahre, dass das Wasser knapp wurde, zumindest in Kapstadt. Vielleicht kann ich dazu was sagen auch. Okay, ja, wer was sagen will. Geforscht habe, auch aus der Perspektive. Und zur Wasserkrise in Kapstadt kann ich zumindest sagen, also ich denke, dass das in dem Sinne vergleichbar ist, weil sich ja auch die Zivilgesellschaft mobilisiert auf diesem Hintergrund. Also ich denke, auf dem Hintergrund, dass eine Unzufriedenheit entsteht mit dem, was der Staat liefert in einem bestimmten Zusammenhang. Und dem Punkt war das Wasser. Oder ich meine, diese Krise wurde ja aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Und einmal ist es natürlich, sag ich mal, dass da eine Wasserknappheit geherrscht hat, aber natürlich ist es auch ein Managementproblem und hat auch, denke ich, viel, und das sehen wir auch heute in der Krise, viel natürlich mit bürokratischen Hürden zu tun.
Und ich denke, dass es viele Ebenen gibt und ich glaube auch, dass es das zivilgesellschaftliches Aufbegehren auf einer gleichen Ebene verstanden werden kann. Also nach einer Frage nach mehr Teilhabe und Zugang und auch Zugang zu Informationen. Und ich aus meiner Perspektive, und ich bin jetzt auch sehr gespannt, was der Herr Brunner noch dazu sagt, ja. Denke, dass man das sehr, sehr wohl auch zumindest vergleichen kann. Schon okay. Also, ja. Ja, vergleichen bis zu einem gewissen Grad bestimmt. Ich hoffe aber doch, dass die Überwindung der Gesundheitskrise jetzt besser gelingt als das Überwinden der Wasserkrise. Großstädte wie Kapstadt und Johannesburg sind ja jetzt in der glücklichen Lage, dass es geregnet hat und ausreichend Wasser vorhanden ist. Und so können wir uns alle mehrmals am Tag 20 Sekunden lang die Hände waschen. Wenn wir jetzt auch in einer prekären Wassersituation wären, wäre das in den Städten so nicht gegeben. Aber es gibt viele Landesteile von Südafrika, die auch jetzt aktuell unter Wasserknappheit leiden. Ja. Es wurden Hunderte, wenn nicht Tausende Wassertanks verteilt während oder zu Beginn des Lockdowns, um eben in unterversorgten Gebieten überhaupt eine Grundwasserversorgung sicherzustellen. Das heißt, im Wasserbereich hätte viel, viel mehr über die letzten Jahre passieren müssen. Manches ist einfach nicht möglich bei knappen Budgetmitteln, aber manches scheitert oft auch am politischen Willen, das dort umzusetzen, wo es notwendig ist. Dankeschön. Ja, ich glaube dann, danke für alle Fragen und Beiträge. Wir kommen zum Schluss unserer Veranstaltung. Ich hoffe, Sie haben einen differenzierten Einblick in die Problematik Corona in Südafrika bekommen. Einen Einblick, der die Schwierigkeiten gezeigt hat, aber auch, glaube ich, sehr viel an Hoffnung, an Bemühungen, an gemeinsamen Bestreben, diese Krise zu überwinden. Und das ist ja auch eine Botschaft, die wir generell in Österreich verbreiten oder in Europa, dass Afrika nicht ein Krisenkontinent ist und dort geht alles schief und es ist noch furchtbar. Im Gegenteil, die Bedingungen sind manchmal schwierig, aber das Bestreben und die Versuche, diese schwierige Situation zu bewältigen, sind beeindruckend. Und ich glaube, diese positive Botschaft können wir aus Südafrika und aus anderen Ländern Afrikas auf jeden Fall mitnehmen. Ich darf Sie nochmal hinweisen auf diese Folgeveranstaltung im Juni, wo wir das Thema mit südafrikanischen Spezialistinnen und Spezialisten wieder in so einem Webinar diskutieren möchten. Und Martin Sturmer und das Afroasiatische Institut Salzburg werden dann sicher in geeigneter Weise auch uns informieren, wann das der Fall sein wird. Ich darf noch eine Ankündigung am Schluss machen. Es wird viele Internetaktivitäten zu Südafrika geben. Das war heute eigentlich der Auftakt. Und kulminieren wird es am 18. Juli, dem internationalen Nelson Mandela Tag, den wir zumindest in Wien jedes Jahr feiern am Nelson Mandela Platz, real. Und den wir heute, heuer natürlich umständebedingt zum größten Teil ins Internet verlegen werden müssen. Aber der Mandela-Tag ist ein Tag, den die Vereinten Nationen proklamiert haben, wird auf jeden Fall am 18. Juli stattfinden. Und dazu möchte ich Sie auch herzlich schon einladen. Herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und danke an unsere drei Panelists, Johannes Brunner, Nina Herzog und Martin Sturmer. Vielen Dank und guten Abend. Vielen Dank, Walter, für die ausgezeichnete Moderation. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Riege
Teilnahme an unserem Online-Webinar und wir werden Sie natürlich auch am Laufen halten, was den Termin für die nächste Südafrika-Veranstaltung mit Spezialisten und Spezialistinnen aus Südafrika betrifft. Einen schönen Abend wünsche ich noch nach Johannesburg und nach Wien und wo sich der Rest befindet, weiß ich nicht so genau. Vielen Dank.